Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute geht es darum, wie man so einen Spiegelschrank in einem Badezimmer wechseln kann. Wie man hier gut sehen kann, die Türe geht auch von alleine zu. Und hier haben wir ein normales Licht, also diese normalen Leuchten. Und beim neuen haben wir da ein LED-Licht. Als erstes rufe ich den Elektriker an. Lass es vom Elektriker alles abhängen und nachher natürlich auch wieder anschließen. Wie man hier sieht, hat der Elektriker schon alles abgehängt, strommäßig. Jetzt als nächstes mache ich immer so, dass ich die Türe raushänge, weil es dann auch einfach ist zu manövrieren. Und dann nehme ich diese Ablagen auch noch raus, die sind aus Glas, die könnten nämlich kaputt gehen oder in den Waschbecken runterfallen. Hier kann man gut sehen, hier unten hat es zwei Schrauben, die das Ganze an Ort und Stelle halten. Und der ganze Spiegelschrank ist auf einer Schiene oben aufgehängt. Also müssen wir zuerst die zwei Schrauben wegnehmen, damit wir ihn raushängen können. Jetzt sollte der Spiegelschrank frei sein, jetzt hängt man ihn einfach oben raus. Und jetzt kann man eben diese Schiene gut sehen, die demontieren wir auch, weil der neue Spiegelschrank hat auch eine neue Schiene. Wie ich vorhin erwähnt habe, dieser Spiegelschrank hat hier ein LED-Licht und als erstes mache ich immer so, dass ich die Türe aushänge. Und diese Schachtel ist die ganze Befestigung und auch die Abdeckung von diesem LED-Licht. Das ist die Abdeckung vom Licht. Diese Montageschiene, die wir nachher montieren. Hier hat es noch den Anschlussplan für den Elektriker und innen haben wir noch die zwei, also das ist die Plastikabdeckung für unten und noch zwei Glastablare. Dann haben wir noch die Steckdose, die neue, das Befestigungsset mit den Aufhängungen für nachher das Glastablar reinzustellen. Als nächstes müssen wir aber zuerst anzeichnen an der Wand, wo genau die Schiene platziert wird. Jetzt ist wichtig zu wissen, dass das Kabel hier rein muss. Also das, was jetzt bei uns aus der Wand kommt, muss hier rein. Und die Schiene wird hier so montiert. Dann hängt quasi der Spiegel an dieser Schiene. So. So wird es dann am Ende aussehen. Also müssen wir jetzt genau messen, wie viel von der Mitte, also von hier, von der Mitte, diesem Spalt, bis zu der Schraube wir haben. Und bei mir ist es genau 4 cm. Also zeichnen wir das an der Wand jetzt genau an. Was wichtig ist, die Mitte, die haben wir hier schon vom alten Spiegelschrank. Und wir ziehen jetzt einfach
mal eine Linie nach unten, weil wir müssen ja ein bisschen tiefer. So. Und jetzt, wie ich gesagt habe, wir haben 4 cm von der Schiene bis zu diesem Kabel. Jetzt zeichnen wir die 4 cm mal an, von ungefähr Mitte Kabel. Und dann werden wir hier, jetzt müssen wir eine waagerechte Linie machen, damit wir die Schiene anzeichnen. Wir ziehen jetzt mal diese Linie nach links und rechts. So. Jetzt können wir diese Schiene nehmen und anzeichnen. Zeichnet an der Schiene eine Mitte an. Bei mir ist die Schiene jetzt 41 cm, also sind es 20,5. Auf 20,5 mache ich einen Strich. Dann kann man das sehr sauber anzeichnen. Jetzt müssen wir dann nur noch unsere Löcher markieren. Wie man sieht, ist es ein klein wenig tiefer, aber die Löcher werden mit dem neuen Spiegelschrank bedeckt. Wie man sieht, ist die Wand auch noch ein bisschen schmutzig vom alten Spiegelschrank. Das kommt, aber das ist nur Staub, das kommt sofort weg mit einem Lappen. Nur mit Wasser ist es schon gereinigt. Zum Bohren habe ich so einen Bohrer speziell für Fliesen und Marmor gedacht. Hier drunter habe ich ein Stück Karton, damit der Staub nicht runterfällt. Wie man sieht, geht es recht gut und recht schnell. Die Dübel in die Wand reinschieben und dann können wir die Schiene montieren. Dazu sind 2 Torx-Schrauben in der Verpackung mit gewesen. Ich empfehle von Hand zu schrauben, weil mit der Akku riskiert man, dass das Ganze nach hinten sich verschiebt bzw. der Dübel in der Wand verschwindet. Ein bisschen können wir noch mit der Wasserwaage kontrollieren, ob auch alles passt. Ein bisschen Spiel hat man an der Schiene, nicht viel, aber ganz wenig Spiel hat man. Auf dem Spiegelschrank hat es diese Abdeckung mit der LED-Leuchte. Die muss ich wegnehmen, damit ich mit dem Stromkabel nachher sauber reinfahren kann. Das nehme ich weg und montiere es nachher, weil der Elektriker muss ja auch nachher das Ganze anschließen. Jetzt können wir das Kabel durch dieses Loch durchstecken, ganz vorsichtig, und dann können wir den Spiegelschrank schon aufhängen.
hat man das schon gehört, dass er sich eingehängt hat. Als nächstes müssen wir aber noch die Mitte kontrollieren, ob das auch alles in der Mitte ist. Als nächstes müssen wir die zwei unteren Löcher machen, anzeichnen. Wer will, kann direkt durch den Spiegelschrank bohren, wer einen sauberen Bohrer hat. Sonst muss man es wegnehmen und wieder nachher wieder drauf tun. Ich zeichne mal die Löcher für die Befestigung unten an. So. Nehme den Spiegelschrank wieder weg, damit wir sauber arbeiten können. Bevor wir den Spiegelschrank wieder an die Wand hängen, drücke ich jetzt die zwei Dübel rein und jetzt kann der Spiegelschrank wieder montiert werden. Und diesmal ist es definitiv. So. Und damit die zwei Schrauben nicht durchs Loch durchgehen, hat man diese Plastikeinsätze, die steckt man in dieses Loch. Einfach reinstecken und dann mit der Schraube befestigen. Die Schrauben sind wieder gleich, sind zwei Torx. Bevor man fest anzieht, nochmal vielleicht mit der Wasserwaage eine Kontrolle machen. Hier sieht alles sauber aus. Bevor ich jetzt den Elektriker hole, montiere ich alles im Schrankinneren und montiere auch die Türe, damit ich sehe, ob wirklich alles passt. Als erstes hat man diese kleinen Halter für nachher die zwei Glastablare. Da kann man frei wählen. Ich mache es beim Kunden immer in der Mitte. Nachher kann der Kunde selber entscheiden, ob er das noch tiefer oder höher montieren will. Wie ich euch vorhin gezeigt habe, dieses Plastik, dieser Einsatz kommt hier unten hin und dann haben wir die zwei Tablare aus Glas, die werden dann nur hier draufgestellt. Es gibt viele verschiedene Spiegelschränke. Dieses hier ist ein bisschen besseres Modell, eben auch wegen diesem LED-Licht und wegen doppelseitigem Spiegel. Was bei diesem Spiegelschrank auch schön und speziell ist, man kann ihn auf beiden Seiten montieren. Es sind auf beiden Seiten schon vormontierte Scharniere drauf und ich mache es jetzt so, dass es von der Türe weg aufgeht. Die werden auch nur reingehängt, das ist auch bei Küchen jetzt üblich, dass man nur ohne zu schrauben einfach montiert. Was man aber schauen muss, ob die Türe auch sauber schließt. Und wenn, wie bei mir hier, der Spalt nicht gleichmäßig ist, kann man das im Inneren einstellen. Das möchte ich euch von der Nähe mal zeigen. Hier kann man sehen, man hat oben und unten Schrauben und hier innen sieht man jetzt nicht so gut, aber da hat es auch eine Schraube und die sind alle zum Verstellen. Jetzt kann man
die Türe mit dieser Schraube nach innen oder außen verstellen. Ihr seht, wie sie sich bewegt. Und dann nochmal kontrollieren. Wenn es nicht genug ist, kann man auch an der inneren Schraube nach innen oder außen versetzen. Also die Türe muss noch ein bisschen nach oben auf der rechten Seite. Also drehe ich an der unteren Schraube wieder. Und hier auch diesen Spalt muss man kontrollieren, sonst muss man, wie gesagt, an der anderen Schraube das nach innen oder außen versetzen. Jetzt sieht er schon viel besser aus. Ein bisschen muss die Türe noch nach innen. Damit es hier schön bündig schließt und nachher auch keine Probleme macht. Und hier sieht man jetzt, der Spalt ist jetzt genau so, wie er sein sollte. Hier hat man noch diese Gummipuffer, die man oben und unten montieren kann, damit, falls jemand die Türe zuschlägt, nichts passiert. Ich habe hier noch die zwei Steckdosen und ein Blinddeckel. Man kann hier aussuchen, es hat auf beiden Seiten Löcher, man kann aussuchen, wo man die Steckdose möchte, und das überlasse ich dem Elektriker. In der Zwischenzeit hat der Elektriker das Ganze angeschlossen, Steckdose ist rechts, weiter weg von der Badewanne, und das Licht funktioniert einwandfrei. Was noch fehlt, ist die Abdeckung, und die wird nur reingesteckt. Die hat hier so zwei Schienen, die sich einhaken. Also oben oder unten ansetzen und dann wird das Ganze reingedrückt. Probieren, ob die Türe funktioniert. Und das wäre schon alles. Ich hoffe, dass ich einigen von euch mit diesem Video helfen kann. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, um keines von den neuen Videos zu verpassen.